Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt. Der Bedarf an Rechenleistung explodiert und mit ChatGPT wurde eine Welle losgetreten, die nicht nur in der Gesellschaft angekommen ist, sondern auch an der Börse. Darüber sprechen wir gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tippchecker. Es geht um künstliche Intelligenz und wir haben in Hamburg vor wenigen Tagen eine Veranstaltung gehabt und da habe ich zwei Experten getroffen und die habe ich heute zu mir eingeladen. Ich sage hallo und herzlich willkommen Professor Dr. Heiko Bayer von der Firma Morphos, Morphosophie, jetzt habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen, und Christian Behrens aus Mallorca zugeschaltet. Ich sage zu beiden herzlich willkommen. Hallo, ja, schönen Gruß aus München an alle. Genau. Ja, schön. Hier aus Palma. Prima. Es geht um künstliche Intelligenz. Wir haben uns vor wenigen Tagen in Hamburg getroffen und wir wollen über das Thema plaudern. Und für euch ist ja wahrscheinlich KI gar nicht so ein Hype-Thema oder so ein neues Thema geworden. Heiko, du bist so ein Pionier der KI-Szene. Du machst das schon seit vielen Jahren. Deine Firma Morphosophie. Erklär uns mal kurz, was macht ihr eigentlich mit KI und seid ihr da ganz nah dran? Erzähl mal was von dir. Ja, also ich habe mein Unternehmen vor 20 Jahren gegründet, fokussiert mit der Vision, Computern beizubringen, auch große Mengen von Informationen zu verarbeiten und deren Bedeutung zu verstehen. Und notgedrungen arbeiten wir deshalb seit dieser Zeit auch schon mit Verfahren des maschinellen Lernens, mit neuronalen Netzen. Alles letztlich Technologien, die sich heute dann auch in solchen großen Themen wie generativer KI wiederfinden. Insofern ist der Trend und ist es technologisch nicht neu. Es gibt eben, ja, ich glaube mal abseits dessen, was so die allgemeine Wahrnehmung ist, gibt es halt einfach Dutzende, Hunderte von Use Cases, die alle im Spannungsverhältnis von Wirtschaftlichkeit, Regulatorik, Datenschutz unterschiedlichsten Themen sind. Und das ist so die Domäne, in der ich und mein Unternehmen unterwegs sind. Unternehmen dann auch gerade intern auf ihren Daten dort effiziente Lösungen bereitzustellen. Und Christian, du sitzt auf Mallorca, hast aber ein Rechenzentrum in den USA, so viel darf man schon mal verraten. Gainfarm nennt sich dein Unternehmen. Was machst du und was hat dich bewogen? Ich glaube, vorher warst du Kryptominer, jetzt bist du KI-Pionier. Sag mal kurz was zu deiner Firma. Ja, wir sind seit 4 Jahren im Servergeschäft tätig, haben angefangen mit dem Kryptomining und da sind wir sehr schnell sehr groß geworden und mussten diesen Hunger nach Rechenkapazität für die Blockchain stillen. Und seit circa einem Dreivierteljahr sind wir jetzt auch im AI-Geschäft tätig, weil das ist kein Vergleich, was der AI-Bedarf weltweit wieder wächst und was da für ein Hunger entsteht und wo die Infrastruktur einfach fehlt. Die stellen wir zur Verfügung und die können bei uns Unternehmen per Knopfdruck einfach mieten und das klappt wirklich einwandfrei. Ein sehr, sehr interessantes Geschäft. Ähnlich langweilig wie Kryptomining. Also Maschinen aufstellen, drum kümmern und dann kannst du nichts mehr machen. Aber hoffentlich sehr profitabel. Kommen wir aber gleich nochmal drauf, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Definitiv. Heiko, künstliche Intelligenz hat ja viel mit Kommunikation zu tun. ChatGPT kennen wir, aber das ist erst der Anfang. Wo gehen wir hin? Wo werden wir in ein paar Jahren sein? Man sagt ja so ein bisschen, der iPhone-Event scheint jetzt auch ins Internet gekommen zu sein im Thema künstliche Intelligenz. Ist in 10 Jahren wirklich alles anders oder halb so wild? Also erstmal Disclaimer, ich gebe jetzt hier keine wirklichen verlässlichen Prognosen ab. Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Das, was wir mit der generativen KI erleben, ist insofern disruptiv, als dass diese Form der KI sehr universell ist, dass sie also mit beliebigen Input umgehen kann und vor allem auch eben sehr elegant mit menschlicher Sprache und damit erstmalig wirklich ein out-of-the-box natürliches Interface an der Schnittstelle zum Menschen bietet, dass Menschen sich also mit einer KI austauschen können und in vielen Fällen erstmal gar nicht merken, dass dahinter eine Maschine und kein Mensch sitzt. Und das ist insbesondere ganz, ganz fantastisch nutzbar in Bereichen der Kommunikation, in Bereichen von Kundenservice und ähnlichen Themen. Die Wertschöpfung von Unternehmen geht aber natürlich viel tiefer, die geht rein tief in unterschiedlichste Bereiche der Daten. Daten, die ein ChatGPT noch nie gesehen hat, auf die es auch gar nicht vorbereitet ist und die auch in der Regel gar nicht so einfach zum ChatGPT kommen.
Also wie sich sind einfach da verschiedene Spektren, die man betrachten muss, dass die generative KI ein Treiber neuer Geschäftsmodelle ist, ein Treiber von ganz neuen Arten der Automatisierung im Marketing, in der Kommunikation, auch in kreativen Branchen, ist definitiv keine Frage. Wie es aussieht, tief im Unternehmen, auf sensiblen Daten, auf Daten, die man eben unter Umständen gar nicht teilen möchte mit Dritten, das ist nochmal eine ganz andere Domäne, wo ja letztlich auch sehr, sehr viel Wertschöpfung passiert. Und das sind auch die Märkte, in denen ich im Wesentlichen mit meiner Mausophie unterwegs bin. Und das ChatGPT, das stammt ja von OpenAI. Das ist ursprünglich als Non-Profit-Organisation gegründet worden. Elon Musk war da auch mal dabei, ist dann aber weggegangen, ist andere Wege gegangen. Microsoft hat dann ziemlich viel Geld reingesteckt, erst 1 Milliarde, dann 10 Milliarden nachgeschossen. Dadurch, dass die amerikanischen Unternehmen so tief drin sind bei KI, haben wir da eine Chance als Unternehmen, als deutsche Unternehmen, als europäische Unternehmen, hier Schritt zu halten, oder sind wir wirklich ja ein bisschen abgehangen? Definitiv, Chancen gibt es mehr als genug. Also man muss, glaube ich, erstmal ganz klar verstehen, die gesamte Strategie auch, die dahinter liegt, beispielsweise auch bei Microsoft, ist eine Cloud-Strategie. Also nachdem die großen Konzerne, die Hyperscaler im Internet eben angefangen haben, Unternehmen dahin zu bewegen, Services aus der Cloud anzubieten, Speicher- und Rechenkapazitäten in der Cloud anzubieten, sagen sie jetzt nicht mehr nur, ich biete dir Platz für deine Daten und für traditionelle Programme, sondern auch die KI ist da und macht die Arbeit für dich. Und das hat viele, viele Vorteile in der Skalierfähigkeit, in der Flexibilität. Es hat aber eben auch immense Probleme. Und diese Probleme sind vielschichtig. Die wären eigentlich alles ein Thema für sich. Es sind Probleme der Abhängigkeiten. Es sind Probleme der Frage, und da kommen wir bestimmt auch nochmal zu heute, der Kontrolle und der Verantwortlichkeit und wie ich steuern kann, was die KI eigentlich tut, die nämlich vollkommen in der Hand einiger großer Konzerne ist. Es hat auch Auswirkungen auf regulatorische Fragen und Bereiche, wo eben diese Form der künstlichen Intelligenz so nie und nimmer zum Einsatz kommen wird. Ja? Von daher sind diese Fragen differenziert zu sehen. Und es ist auch noch heute nicht klar, ob selbst eine Wette von Microsoft dort aufgeht. Denn der Wettbewerb ist stark, die Forschungscommunity ist stark, die Demokratisierung, dass auch Open-Source-Technologien mit vergleichbaren Qualitäten von Unternehmen genutzt werden können, ist stark. Ja? Insofern ist das, und das ist das, womit ich begonnen habe, immer wieder zu sehen aus der Cloud-Strategie heraus, diese Hyperscaler, die sagen, komm mit allem, was du hast, zu mir. Christian, du warst ja früher... Entweder aufgehen oder nicht. Ja. Christian, du warst ja früher Kryptominer, jetzt machst du KI-Rechenzentren. Ist das jetzt ein neues Trendthema? Ist das Kryptomining nicht mal so interessant, weil du vorher ja Bitcoins geschürft hast und die aber sind ja trotzdem wieder gestiegen in letzter Zeit? Ist künstliche Intelligenz so aus technischer Seite her, Rechenzentrumsbetreiber, das große Kerngeschäft und müssen sich Anleger, Rechenzentrumbetreiber anschauen, die mit Rechenzentrumleistung richtig viel Geld verdienen, ist das so der nächste heiße Scheiß? Also das würde ich aber sowas von unterschreiben. Kryptomining, klar, die Coins gehen durch die Decke, die Leute kaufen wieder wie die Wilden, die handeln wieder wie die Verrückten. Irgendwann gibt es wieder einen Kryptowinter, dann ist wieder Ruhe für 1-2 Jahre, was wir ja gerade erlebt haben. Beim AI ist es genau umgekehrt. Der Bedarf wächst unglaublich und es gibt nicht nur den Trend, dass die Technik benötigt wird, sondern ganze Datencenter werden aufgekauft, damit man die Infrastruktur schnell umsetzen kann. Also in meinen Augen definitiv ein großer, ganz großer Bottleneck. Siehe Microsoft und Oracle, wo sie jetzt den Vertrag geschlossen haben, nur damit sie ihre eigene Suchmaschine bedienen können. Das sagt schon alles, also definitiv. Und das wird kein kurzzeitiges Ding sein. AI kennen wir ja schon seit, weiß ich, 40, 50 Jahren ist es ja schon da, und vor 40, 50 Jahren sollte AI schon die Menschheit auslöschen. Auch das ist bis heute nicht passiert. Es hat noch viel, viel Perspektive vor sich und Potenzial vor allen Dingen. Also Unternehmen buchen bei dir Rechenleistung, muss man sich so vorstellen. Das kann ich quasi für eine Stunde oder für einen Tag oder für eine Woche kann ich einen Teil deiner Server benutzen, um KI zu füttern, um Datenarbeit zu machen. Ist das so? Ja,
Das ist noch nicht ganz richtig. Jetzt im ersten Schritt bauen wir die Leistung dafür, also die Computing Power, und vermieten diese Power über Portale an große Unternehmen, die dann stundenweise, minutenweise oder tageweise oder wochenweise das Ganze mieten. Wir programmieren jetzt einen eigenen Client im nächsten Quartal, damit die Kunden dann direkt bei uns kaufen können und wir nicht mehr diese Mittelsmänner dazwischen haben. Oder dann auch fürs Rendering genauso einsetzen, weil die Server sind so extrem leistungsfähig, dass wir halt nicht nur KI mit bedienen können, jede Art von KI oder fast jede Art von KI, sondern gleichzeitig sie auch für das Rendering nehmen können. Auch ein hochspannendes Thema. Rendering, das sind Bildbearbeitungen, also wenn ich ein künstliches Bild schaffen will oder es so bearbeiten will, dass es besser aussieht. Genau, besser bearbeiten oder zum Beispiel für Architekten, die halt große Szenarien mit Lichtgeneration haben wollen, dafür wird das Rendering, diese Leistung gebraucht, oder wenn man halt auch komplette Filmanimationen haben möchte, dann braucht man auch die Rendering-Power. Heiko, durch die Presse ging immer wieder der Name Aleph Alpha, ein junges KI-Unternehmen aus Heidelberg. Die haben 500 Millionen Dollar eingesammelt von SAP, Bosch und der Schwarzgruppe, also Lidl. Hilft viel Geld, um wirklich voranzukommen, oder ist Geld nur das eine? Sagen wir mal so, wenn man Milliarden von Euro hat, muss man ja nicht unbedingt schlau sein. Also wir haben ja auch ziemlich viel Kompetenzträger an unseren Unis oder auch in innovativen Unternehmen. Also hilft viel Geld viel oder reicht auch ein bisschen Geld aus? Also man kann auch mit wenig Geld sehr erfolgreich sein. Mein Unternehmen hat kein VC. Aber das ist in diesem Fall, wenn wir die generative KI betrachten und das, was Elon Musk, Sam Altman dort zunächst begonnen haben, in diesem Fall wirklich etwas, wo man sagen muss, viel hilft viel. Der disruptive Charakter dieser Form der KI, die dort geschaffen wurde, kommt wirklich dadurch zustande, dass im Prinzip unlimitierte Ressourcen vorhanden waren. Datenmengen prozessiert wurden mit zigtausenden von Grafikkarten ein so großes künstliches Gehirn geschaffen wurde, das also quasi auch eher eigene Atomkraftwerke braucht, um sie zu versorgen, dass dann wirklich künstliche Intelligenz ist nichts anderes als Statistik, aus diesen Billionen von Abhängigkeiten unterschiedlichster Parameter dieses wirklich intelligente Verhalten sich daraus entwickelt. Da habe ich mal ein Bild eingeblendet, das du mir geschickt hast. Das zeigt die junge Frau, die einen Toast beißt, und das Gehirn. Was soll uns das sagen? Ja, also das ist auch eine Antwort auf deine Frage im Sinne von, hilft viel denn immer viel und brauche ich denn immer viel Geld? Ich brauche natürlich nicht immer einen Bagger, um einen Nagel in die Wand zu schlagen, sondern in sehr vielen Fällen ist es eigentlich viel, viel smarter, viel effizienter und nachhaltiger, mit einer Special-Purpose-KI ein spezifisches Problem hocheffizient zu lösen. Mit dieser KI, die dann auch nicht unter der Kontrolle eines Monopolisten oder eines globalen Konzerns steht, sondern die ich wirklich beherrschen kann, die ich kontrollieren kann, beispielsweise auch mit der KI zu den Daten zu kommen, statt immer alle meine Daten in eine omnipotente Cloud zu geben. Und das ist also ein etwas, was ich damit symbolisieren will, wenn man sieht, der Mensch, der natürlich letztlich der Gradmesser ist, um zu sagen, generative KI oder ChatGPT hat jetzt so etwas wie wirkliche Intelligenz, dann muss man sagen, uns reicht ein Sandwich, um unser Gehirn zu versorgen. Ja? Und das meiste, was ChatGPT kann, können wir auch. Das Einzige, was wir nicht können, wir können halt nicht Milliarden von Dokumenten in ein paar Stunden durchlesen. Ja? Also da ist es halt einfach die schiere Masse, aber es gibt Dutzende an Beispielen, wo dann am Ende auch die Intelligenz oder das auch, also nicht nur das, was es in der Fähigkeit beinhaltet, sondern insbesondere eben auch in der Energieeffizienz, was die generative KI leistet, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Das wollte ich gerade nachfragen. Also es ist ja, wir sprechen über Energie und Energiesparen, und eigentlich ist doch die KI oder das Internet oder auch die Cloud ein riesen Staubsauger, der so viel Energie braucht. Das ist ja unglaublich. Oder? Das stimmt. Das ist so. Aber natürlich werden damit auch viele versorgt. Also insofern kann die Rechnung schon aufgehen. Es ist bloß, wie gesagt, aus Sicht der generativen KI, beziehungsweise was im Markt passieren wird, ist, dass sich
das Verständnis für KI weiter ausdifferenzieren wird. Ja? So, mein Unternehmen arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren mit Dutzenden verschiedenen Arten von KI, verschiedenen Techniken, die für besondere Probleme hergenommen werden. Und die sterben nicht. Die wird es weiterhin geben, weil man damit spezifische Probleme sehr effizient lösen kann. Und jetzt zu meinen, die generative KI löst jedes Problem out of the box, das ist eben gar nicht der Fall. Und Christian, ihr habt ja euer Rechenzentrum in den USA, das hat auch einen Grund, Energiepreise. Wie viel Energie braucht ihr? Wie viele Häuser, wie viele Städte kann ich damit erleuchten, nur von eurem Rechenzentrum? Ja. Ja, das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Also wir sind damals rübergewandert, da war es nur ein Megawatt, sprich 1000 kW pro Stunde, was wir verbraucht haben. So ein Einfamilienhaus hat ja so 4.000, 5.000 Kilowattstunden, also 4 pro Jahr, vielleicht auch 7.000 Kilowattstunden an Verbrauch. Das brauchen wir halt pro Stunde. Also aktuell sind wir bei knapp 5 Megawatt Leistung. Das ist schon wirklich erheblich viel. In Deutschland leider nicht darstellbar aufgrund der hohen Strompreise und auch so ein bisschen die Zukunftssorge, ob die Preise denn, wenn sie irgendwann mal wieder runtergehen sollten, auch wirklich da bleiben. Weil bei den großen Strommengen ist das ein gewaltiger Hebel, wenn da der Strompreis von vielleicht dann irgendwann mal wieder 20 Cent hoch poppt auf 30, 40, 50 Cent, sind das immense Kosten, die man kaum noch decken kann. Also ist ein Standortnachteil Deutschland, einfach so hohe Energiepreise, das ist so nicht darstellbar. So ist es und schwierig. Ich denke mal, wenn man in den Bereich kommt, wie jetzt bei Heiko oder halt bei den Kunden von Heiko, wo die halt dann sehr, sehr spezielle KI einsetzen, wo halt nicht so eine extreme Leistung notwendig ist, dann ist es definitiv auch darstellbar in Deutschland, dass man natürlich auch die Daten bei sich selber hat. Sobald es aber in diesen großen Bereich reingeht, dass man wahnsinnig viel Rechenpower braucht, dann wird es wirklich echt ein Rechenexempel. Also das hundertprozentig. Und das, was Christian ja auch sagt, Heiko, ist ja auch so eine Vertrauenssache. Wo, in welches Rechenzentrum bringe ich eigentlich meine Daten? Sind die jetzt am anderen Ende der Welt? Sind die in der großen Cloud, wo keiner mehr weiß, wo was ist? Wo ChatGPT alles ausliest? Unsere Unternehmen wollen ja wissen, wo ihre Daten sind oder auch die Verbraucher. Und auch das Thema Fake News, falsche Bilder, manipulierte Videos. Also Vertrauen ist ja, ich muss lernen, der KI zu vertrauen. Und das kann ich ja nur, wenn ich sicher gehen kann, dass die Anbieter die Sachen sicher verarbeiten und gewisse Regeln haben. Also Vertrauen ist doch hier der Anfang, oder? Vertrauen ist der Schlüssel und Vertrauen ist auch das, was am Ende auch sicherlich an der Börse irgendwann entscheiden wird. Jede Datenschutzpanne, jedes Problem, das wissen wir, wird zu echten zweistelligen Abstürzen an der Börse dazu führen. Wenn wir beispielsweise an Facebook und den Cambridge Analytica-Skandal denken. Vertrauen ist aber mehr im Hinblick auf die Frage, kann ich einem Hyperscaler, kann ich der KI meine Daten anvertrauen, sondern Vertrauen ist vielmehr auch die Frage, kann ich denn den Antworten der KI trauen? Und man muss sich mal bewusst machen, wie bildet sich Vertrauen bei uns heraus? Man spricht miteinander, hinterfragt, ob das, was der Mensch einem sagt, wahr ist, ob es authentisch ist. Selbst bei uns Menschen ist es natürlich so, dass wir dann, wenn jemand mal zurückfragt, sagt, wieso bist du denn der Meinung, dass das so und so ist, dann sagen wir vielleicht in manchen Fällen, ja, habe ich irgendwo gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe. Ein ChatGPT hat halt an Milliarden Ecken irgendwas gehört und wenn ein ChatGPT eine Antwort sich zusammensynthetisiert, dann habe ich keine Chance zu verstehen und zu wissen, warum. Das heißt, wie ich diese Maschine trainiert habe, mit welchen Inhalten ich sie trainiert habe, ob ich dort, je nachdem, was ich für politische Couleur da drin habe, ja, welche Meinungen und Überzeugungen ich habe, es ist die Macht und die Fähigkeit und was ich dieser Maschine anvertraue, ist so immens, das ist sicherlich auch der Grund, ja, dass es ein Politikum ist und warum ein Aleph Alpha in Deutschland eine halbe Milliarde bekommen hat, weil es auch um Fragen der nationalen Souveränität dann an irgendeiner Stelle geht. Mhm. Und als Unternehmen, der ich KI einsetze in einem Bereich, wo es sensibel ist, wo ich nicht einfach chancenorientiert im Marketing Content kreiere und kreativ sein möchte, sondern wo ich auf ernsthafte, sensible Anfragen meines Kunden reagiere, wo ich beispielsweise im Bereich von Financial Investments oder im Bankenwesen Unternehmen score, KI-gestützt, wo ich im Versicherungsbereich Schadenregulierung automatisiert betreibe, da muss ich wissen, dass ich der KI vertraue und ich muss sie beherrschen.
Und diese Fähigkeiten sind sehr, sehr eingeschränkt bei dieser omnipotenten zentralen KI, wie sie über die Hyperscaler bereitgestellt wird. Und wenn ich mir jetzt nur einen Chart anschaue von der Microsoft, den habe ich jetzt mal kurz eingeblendet, dann sieht man, die Microsoft hat vor wenigen Tagen ein neues All-Time-High gemacht. Also man steckt schon ziemlich viel Fantasie in ChatGPT. Der Copilot, wird jetzt ausgerollt oder ist schon draußen. Für $30 kann man sich den kaufen. Gibt es wirklich schon so richtige Geschäftsmodelle? Heiko, kannst du sehen, sind $30 gerechtfertigt oder ist das nur so ein Stochern im Nebel, so ein Suchen nach einem Geschäft? Modell und erstmal einen Preis raushängen, wenn ich so viel Energiekosten habe und so viel Cloud-Kosten habe, das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Ist das gerechtfertigt, dass eine Microsoft so durch die Decke geht, allein aus dem Thema künstliche Intelligenz? Der Copilot ist schon der Schlüssel in der Strategie, weil der Copilot in der Form bei Microsoft bedeutet, jeden Nutzer und zwar sind das alle Microsoft 365 Office-Nutzer, die weltweit inflationär sind. Genauso aber auch Entwickler, die mit Code-Verwaltungssystemen wie GitHub beispielsweise arbeiten, die KI integriert bereits mit diesen Daten zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden die Use Cases immens verbreitert, dadurch werden die Produktivitätsvorteile im Alltag immens verbreitert und es ist der strategische Vorteil, den eine Microsoft beispielsweise gegenüber einem Google hat, die natürlich ihre Geschäftsmodelle fast ausnahmslos bislang, nicht so sehr die Geschäftsmodelle, aber die Rendite fast ausnahmslos im digitalen Marketing gehabt haben. Insofern ist die Fantasie sicherlich berechtigt. Man muss trotzdem auch sehen, dass bis heute das alles noch nicht rentabel ist. Also der Copilot müsste teurer sein, um die Kosten für Microsoft zu decken. Das heißt, es ist weiter eine ganz, ganz klare, steile Wachstumsstrategie dahinter, die dann halt erst eben ab einer extrem großen Menge und einem sehr, sehr großen Marktanteil dann auch wirklich profitabel wird. Christian, erkennst du den Chart, den ich eingeblendet habe? Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hier habe. So, da sehen wir es. Erkennst du es? Na, ich löse es auf. Es ist Nvidia. Ja. Nvidia steht kurz vom nächsten Hoch, $500. Und wir hatten ja so einen Nvidia-Hype. Die Zahlen sind nach oben gegangen. Enormes Wachstum. Du kaufst ja auch bei Nvidia ein. Ist das wirklich gerechtfertigt? Wird Nvidia hier weiterhin eine führende Position haben? Und haben die so einen Vorsprung? Gibt es nur einen oder ist eine AMD oder vielleicht auch eine Intel? Wo kaufst du ein und macht das alles Sinn, was Nvidia hier so in der Börse so rein interpretiert wird? Also wir kaufen grundsätzlich natürlich unsere GPUs alle bei Nvidia und das auch mit gutem Grund. Es gibt mit weitem Abstand keine Konkurrenz dazu. Die von den anderen Leistungen her, natürlich ist bestimmt auch viel Zukunftsmusik in dem Preis mit drin, aber da wir meiner Meinung nach bei der KI noch sehr am Anfang stehen von dem, wann dieser Durchbruch kommt von täglichen Nutzen, wann es die Firmen auch wirklich sinnvoll bei sich einbringen können, der wird irgendwann auch kommen und dann wird es noch mehr nach oben boomen, weil einfach immer mehr Menschen sagen, okay, wir pimpen halt unsere Server in der Firma auf, um halt unsere KI zu betreiben oder wir brauchen halt ein bisschen mehr Leistung zu Hause, damit halt dann die Einkaufs-KI für die Familie auch nochmal Geld spart. Also ich glaube, dass da Nvidia ganz klar der Vorreiter ist und auch durch die Verbindung damals durchs Mining, da ist ja auch Nvidia durch die Decke gegangen, da war AMD zwar noch ein bisschen mit dabei, aber Nvidia klar, ganz klar vorne. Auch die Langzeitstabilität der Hardware vor denen ist deutlich höher. Also was wir im AMD-Bereich an Grafikkarten weggeworfen haben, das kann Faktor 30 ungefähr zu Nvidia, was in der Zeit, wo die Nvidia-Karten einfach laufen und laufen und laufen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt so Racks, da sind die ganzen Grafikkarten drin, die Systeme und die werden eingebaut, die werden gekühlt, deswegen auch der Strom und dann laufen die 5 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre. Wie lange läuft so eine Hardware? Wir tippen auf 5 bis 7 Jahre ungefähr, dass wir effektiv die Server nutzen können, wenn wir sie heute neu bauen. Ich denke mal, wenn die so nach 3, 4 Jahren oder 5 Jahren die neue Nvidia draußen ist, die 5090, die aktuelle, der Nachfolger dann, also wir setzen jetzt die 4090er ein, dann wird einfach der nicht mehr der Platz 1 von unseren Servern belegt werden, sondern sind wir vielleicht nur noch am Platz 3, 4, 5 oder 6, aber immer noch genug Leistung, um viele KIs damit zu bedienen. Irgendwann sind wir dann vielleicht im Jahr 7, wo wir dann noch einen Bruchteil der KIs beliefern,
liefern können oder fürs Rendering nutzen können. Und dann wird man sie irgendwann tauschen müssen. Ganz einfach. Aber dann tauschen wir reinweg die GPUs und können die Server weiterverwenden. Und du hast mir auch erzählt, dass das KI-Business ein bisschen anders läuft als Mining. Mining heißt immer Vollauslastung der Maschine, ja. Und KI-Business heißt Low-Level. Ja, genau. Also wir haben bei Mining ist es ja das Faszinierende, Geräte anschließen, die fahren innerhalb, wenn sie hochgebootet sind, nach 2 Minuten fahren die hoch auf 100% Leistung, bis du sie ausmachst oder Stromausfall da ist oder das Stromhäuschen abbrennt. Also halt so die Fälle, die halt dann da sind. Bei der KI ist es anders, weil da haben wir halt nicht immer die massive Leistung an die GPU, also an die Grafikkarte. Wir müssen einen Teil über den Hauptprozessor schicken, wir müssen viel in den Arbeitsspeicher reinladen, wir müssen viel hoch und runterladen, also eine sehr hohe Datenverbindung ins Internet haben, und das fordert die Geräte gar nicht. Also wir fahren meistens mit 15-20% Leistung. Wir haben vielleicht 2-3 Tage im Monat, wo die Geräte wirklich mal auf 60-80% hochfahren, und wir haben es in der ganzen Zeit jetzt nur einmal nur gehabt, dass die Geräte ausgelastet wurden. Sonst gar nicht. Also war bisher nicht notwendig. Und Heiko, deine Kunden, die deine Services nutzen, woher kommen die? Kommen die aus der Industrie, aus der Finanzindustrie? Wo kommen die her und wie nutzen die KI oder die Cloud, um effizienter zu werden? Ja, unsere Kunden kommen einerseits sehr stark aus dem Medium-Umfeld, weil wir schon lange sehr stark sind im Thema, gerade auch mit Informationen und mit natürlicher Sprache umzugehen und überall da, wo also effektiv kommuniziert werden soll. Sie kommen aber vor allem zunehmend aus dem Bereich, wo es um sensible Daten geht, die auch über Regulierung beeinflusst werden, die Prozesse, die dahinter stehen. Und ich hatte gesagt am Anfang, die Cloud-Strategie und die KI-Strategie von Microsoft beinhaltet ja immer, dass man mit allen seinen Daten in die Cloud geht. Es gibt viele, viele Fälle, in denen das nicht möglich ist. Allein der Aufwand und die Kosten, diese Daten zu transferieren, mal abgesehen von Fragen des Datenschutzes und der Regulierung. Das heißt, es sind häufig dann auch Cases, wo man Daten beispielsweise in unterschiedlichen Bereichen miteinander verbinden muss, wo man Daten vielleicht zunächst einmal intern prozessiert, veredelt, aufbereitet, also ich sag mal aus Rohdaten eigentlich erstmal Gold macht und sie dann vielleicht erst dann in die Cloud bringt, weil man dann dort mit viel weniger Daten effizienter arbeiten kann. Es sind aber eben auch vor allem solche Lösungen, in denen dann doch wieder auch der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch, weil er nämlich letztlich die Kontrolle und die Verantwortung für den Einsatz von KI übernehmen muss. Das heißt, wir liefern insbesondere Lösungen, die Menschen in die Lage versetzen, nachzuvollziehen, was die KI, die sie selber trainieren, die sie selber auf ihren Daten tunen und optimieren, um effizient zu arbeiten, was sie denn wirklich tut, wie sie sich verhält, wie sie quasi denkt, um dann eben jederzeit steuern, eingreifen zu können. Und das ist natürlich gerade im Bereich auch der Financial Service Industrie absolut der Schlüssel, weil hier die BaFin dann mit Argusaugen darüber wacht, ob das, was eine KI tut, nachvollziehbar ist. Google zum Beispiel geht ja ein bisschen anderen Ansatz. Die versuchen ja die KI eher in internen Systemen zu benutzen, um zum Beispiel ihre Suchmaschine zu verbessern, um Daten zu sammeln, um dann mehr Werbung zu verkaufen. Microsoft ist ja eher so ein bisschen Endanwender getrieben. Also die Tech-Konzerne sind schon eher näher am Businessmodell und an den Erlösen, während wir wahrscheinlich noch ein bisschen überlegen, ist das auch so gut und ist das auch sicher? Thema EU-Regulierung, das klingt ja immer so, wir regulieren alles ab, aber die amerikanischen Unternehmen nutzen ja auch Regulierung auch als Wettbewerbsvorteil, weil die nämlich mit ihren ganzen Legal Departments relativ gut mit Regulierung auch umgehen können. Ist sogar, das musste ich lernen, ein Nachteil für die kleineren Unternehmen im Gegensatz zu den großen, weil die Regulierung können. Es ist letztlich immer die Frage, wie schnell sich ein Markt auf Regulierung einstellt und es als Innovationsvorteil sieht. Nehmen wir mal den Datenschutz auch und die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU vor 2016 eigentlich schon initiiert wurde. Es hat fast bis heute gedauert, bis eigentlich Märkte gerade auch im Bereich des Digital Advertisings in Umbruch gekommen sind. Ja? Und es gab aber frühzeitig viele neue Geschäftsmodelle. Ich habe selber ein Unternehmen gegründet, das eben im Bereich dann auch digitaler Werbung mittels KI rein ohne Daten von Nutzern zu nutzen sehr effektiv gezeigt hat, dass man Werbung so ausspielen kann. Während große natürlich auch teilweise
teilweise das mit ihrer ganzen Macht auch aussitzen können und einer juristischen Armada letztlich auch dagegen angehen können. Aber ich glaube, nochmal wichtig auch, ich glaube jetzt für die Wahrnehmung, auch für die Anleger und der KI, also im Hinblick auf die Fähigkeit der KI, was du gesagt hast, daran sieht man sehr schön, dass Microsoft oder OpenAI jetzt da nicht Lichtjahre voraus ist, denn Google nutzt die künstliche Intelligenz und auch Formen der künstlichen Intelligenz, wie Microsoft sie nutzt, schon lange. Aber eben nicht, wie du gesagt hast, direkt für den Anwender an der Schnittstelle, sondern einfach nur, um das, was sie tun, produktiver, intelligenter zu tun, um ihre Geschäftsmodelle zu automatisieren. Deshalb ist Google jetzt auch sehr, sehr schnell mit diesen Technologien auch selber neue Produkte an den Markt zu bringen und digitale Assistenten. Das wird sich natürlich genauso in der ganzen Welt der Smartphones schnell weiter fortentwickeln. Von daher wird auch das Wettrennen auf einer technologischen Ebene eigentlich nicht entschieden, sondern es sind die Geschäftsmodelle. Und es ist die Frage, wie adopten die Anwender den Einsatz dieser KI und in welchen Anwendungen skaliert es am allerbesten. Christian, AMD will ja im nächsten Jahr 2 Milliarden im Bereich Rechenzentren allein verdienen. Also da wird ja schon auch als Hardwareanbieter sehr stark in Rechenleistung investiert. Nvidia macht Software-Stacks, also Pakete für Softwareanalyse. Also die Hardwarehersteller oder die Chiphersteller gehen schon auch in die Breite und suchen auch ihr Geschäftsmodell. Das ist doch dann eigentlich für diese Unternehmen, die auch börsennotiert sind, spricht das doch eigentlich, die dann nicht nur Chips bauen, sondern auch weitere Systeme verkaufen. Ja, richtig. Also klar, die bauen ja auch weiter aus, genauso wie Google, Microsoft und Co. ja auch ihre eigenen Rechenzentren haben. Bisher haben sie das Modell, was wir jetzt ja mit unserem Kunden machen, hat ja Google für sich selber gemacht. Also das, oder auch Microsoft, dass sie sagen, du willst eine KI nutzen, hier sind die Server von uns, die kannst du haben, zahlst du pro Stunde Summe X und dann kannst du die so lange buchen, wie du möchtest. Oder wie ich auch von Heiko gehört habe, wo dann für den Download deiner Daten das X-fache verlangt wird, damit du halt in der Cloud bleibst. Was wir jetzt anders machen, ist, dass wir halt unsere Kunden daran partizipieren. Also sie kaufen ja bei uns dann die Server, die wir für unsere Kunden betreiben, und wir vermieten dann diese Server, also die Leistung an Firmen, die KI brauchen. Das, womit Google einfach wahnsinnig viel Geld verdient. Also die Leistung, wenn wir die am AI-Portal verkaufen, kriegt Google ungefähr das 10-fache davon. Also da sind wir halt noch große Schritte von entfernt, und das werden wir natürlich weiter betreiben, weil immens mit verdient wird. Also wir erleben es ja auf unserer Schiene, der Verdienst ist wirklich sehr, sehr spannend. Genau. Also auch europäische Firmen können in dieser Nische auch, auch wenn sie nicht so viele Milliarden zur Verfügung haben, hier interessant sein. Was sind so die nächsten Projekte bei euch beiden jeweils? Gibt es was Konkretes, wo man vielleicht als User was sehen kann bald, oder Börsengang oder Kapitalmarkt ist immer sehr interessant. Ich glaube, Christian, bei dir kann man sogar ziemlich starke Rendite erwirtschaften. Du hast mir was in Hamburg erzählt von 4% pro Monat. Das ist richtig. Das ist das, was wir unseren Kunden anbieten. Also quasi das kleine Google-Modell. Das, was Google halt nicht bekannt macht, sondern wo sie halt selber ihr Geld verdienen. Damit bauen wir unsere Datencenter. Natürlich bauen wir eigene Server auf, weil da verdienen ja wunderbares Geld, aber wir lassen unsere Kunden daran partizipieren, und das sind halt aktuelle Renditen von ca. 4% im Monat, die wir unseren Kunden ausschütten, also bei wöchentlicher Zahlung. Wir haben auch schon echt tolle Aufträge mit abgeschlossen, wie jetzt vor 2 Wochen über knapp 35 Millionen, haben dann in der nächsten Woche ein Event in Dubai und im Januar auch, wo es halt auch in der Regel um 500 bis 1000 Server aufwärts geht, und das ist einfach, zeigt einfach nur, der Markt hat super Interesse an solchen Modellen und der Bedarf ist. Also wir könnten 1000 Server hinstellen und würdest es an diesen AI-Portalen noch nicht mal merken, was an Leistung dazugekommen ist. So groß ist der Bedarf. Also es ist wirklich faszinierend. Und Heiko, deine Firma ist ja nicht börsennotiert. Du hast keine VCs drin, hast du gesagt. Ist ein Börsengang vielleicht ein Thema? Sehen wir dich vielleicht auf dem Parkett in Frankfurt bald? Ich lasse mich aus vielerlei Richtungen bearbeiten aktuell, und es gibt natürlich auch viele Begehrlichkeiten, Anfragen. Stand heute sind wir Inhaber geführt haben also einen stabilen Kern an Gesellschaftern, der das Unternehmen über viele Jahre entwickelt hat. Aber natürlich ergeben sich jetzt in dieser Phase natürlich unwahrscheinlich viele neue Möglichkeiten, und die prüfen wir gerade aktuell.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch vielmals, dass ihr bei mir zu Gast wart. Ich hoffe, dass es noch ganz viele Geschäftsmodelle gibt beim Thema KI. Ich sage danke nach München, danke nach Mallorca und ja, an die Zuschauer sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht können wir auch noch eine oder andere Frage dazu beantworten im Nachgang. Ich sage danke erstmal an euch beide, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und vielleicht führen wir das ja mal fort. Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Also, danke, Thomas. Danke vielmals. Und ich sage euch auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Bis